lange mussten die Fans beim Public Viewing in der Halle 45 nicht warten. In der 19. Minute erzielte Mustafi das 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft. Was dann folgte, sorgte bei dem einen oder anderen für Ernüchterung. Bis in der Nachspielzeit war es Jan Schweinsteiger mit seinem Treffer zum 2:0 für einen gelungenen EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft sorgte. Es war natürlich ein Auftaktspiel, man war noch nicht ganz in EM-Stimmung, man kam dann aber rein. Und auch in der zweiten Halbzeit ist die deutsche Mannschaft auch besser reingekommen und dadurch war das dann ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Bombe, einfach Bombe. War druckvoll, war von beiden Seiten stark gespielt, aber war am Ende für die bessere Mannschaft der bessere Sieg. Ja, es war im Großen und Ganzen war es jetzt kein überragender Kick, aber es hat gereicht, oder? 2:0 ist schon in Ordnung. Ja, ich fand, dass das ein bisschen würfelig war. Also von vornherein war nichts Ganzes und nichts Halbes. Zweite Halbzeit hätte auch gut 2:1 stehen können für die Ukraine. Und zweite Halbzeit ging halt eben genauso weiter. Also, dass das Spiel 2:0 ausgegangen ist, ist ein Wunder eigentlich in meinen Augen. Och, also ich muss sagen, die erste Halbzeit gerade war sehr kurzweilig. Da ging es ja hin und her und hin und her. Das hat Spaß gemacht zu gucken. Also ich fand es ein schönes Spiel. War nett zu gucken. Ich würde nach vorne hin viel mehr machen. Normalerweise heute bei so einer Mannschaft, die nur mauert, da muss schon Gommels drin stehen und einfach mal hoch angespielt werden. Dann kann auch der Götze besser von außen kommen. Aber dafür haben wir einen Trainer, der Weltmeister geworden ist. Und der macht das schon.